Hallo zusammen. Gemäß Liontron habe ich bei dieser 150 Amperestunden Batterie, bei der 100 Amperestunden Batterie ist es das gleiche, einen Entladestrom. Von 200 Ampere. Hier steht 20 Sekunden. Und das testen wir jetzt. Ich habe hier das App. Wir haben das eingestellt auf 0. Und wenn ich hier meine Lampe einschalte, hier hinten, dann steigt der Strom auf 5 Ampere. Ich kann hier zum Beispiel diesen Heizlüfter einschalten. Der zieht auf der ersten Stufe. Geht im Moment bei dem App. Ich kann hier aktualisieren oder nicht. Sorry. Hier zieht sie 56 Ampere. Einen 90 Ampere und hier 90 Ampere nach diesem Amperemeter. Und wenn ich jetzt auf Stufe 2 gehe, 1200 Watt, das wären dann etwa 160, 170 Ampere und hier oben noch die 5 Ampere. Ich schalte hoch, der Lüfter läuft, 170 Ampere hier. Und hier war auch so viel Schutzprogramm gestartet. Also die Batterie geht aus, Licht geht aus. Also hier habe ich angeschlossen, plus direkt auf diese Leitung. Den Wechselrichter hier auch auf diese Leitung. Und alle drei Kabel hier durchgezogen. Es geht im Moment, dann probiert es wieder. Mit diesen 160, 180 Ampere. Also das ist wesentlich weniger und jetzt könnt ihr stoppen. Wir ziehen wieder die volle Leistung. Das App ist nicht das schnellste, 180 Ampere. Und ihr seht, wie viel das war. Wir können hier auch den Wechselrichter ausschalten. Warten, bis wir wieder Spannung kriegen. Das sehen wir hier an dieser Lampe. Geht automatisch, ich muss also nichts machen, die Batterie kommt wieder. Es geht gar nicht um die 100, 200 Ampere, die diese Batterie leisten sollte. Wenn ihr aus dieser Batterie 200 Ampere rausziehen wollt, nur kurz, also der Wechselrichter ist jetzt aus. Hier habe ich wieder die 5 Ampere, ich schalte den Wechselrichter ein unter Last. Er geht kurz aus und er kommt 170 Ampere, 180 Ampere. Ja, das App ist nicht so schnell. Und schon wieder Unterspannung. Wenn ihr aus dieser Batterie, wenn ihr wirklich so einen Wechselrichter hier an der Batterie betreiben wollt, der 100er oder der 150er, vergesst das. Ich mache euch in der Endcard ein Video, wenn ihr wirklich so einen großen Wechselrichter an dieser Batterie betreiben wollt, braucht ihr zwei Batterien parallel. Jetzt habe ich gesagt, ich lösche hier aus, blendet. 20 Sekunden steht hier auf dem Datenblatt. Und wenn ihr jetzt hier guckt, was hier genau steht, da steht kleiner gleich 20 Sekunden. Ich hätte auch schreiben können, kleiner gleich 60 Minuten. Also kleiner gleich 60 Minuten wäre eine Stunde. Das bringt die gar nicht hin. Aber es sind nicht 20 Sekunden, es sind eher gefühlt vielleicht 5. Also ihr könnt euch hier mit diesen kleiner gleich 20 Sekunden ist nicht das, was die Batterie bringt. Aber die Batterie schützt sich.
Die Batterie muss sich schützen. Wenn ich unsere Batterie nehme, die macht 150 Ampere. Das macht die auch. 10 Minuten. Dann wird sie zu warm, je nach Bedingung, wo sie steht. Und dann ist fertig. Also wenn ihr einen Kaffee rauslassen wollt, das geht 3 Minuten, 5 Minuten, auch vielleicht 8 Minuten aufheizen, ein, zwei Kaffee rauslassen, dann geht der Wechselrichter wieder zurück. Das funktioniert mit der Batterie und der Batterie. Wenn ihr wirklich 2500 Watt Wechselrichter betreiben möchtet, nein. Ich habe euch hier verlinkt ein Video, wo ich zwei Batterien mit diesem Wechselrichter zusammenhänge und belaste, was geht. Für eine Kaffeemaschine reicht euch ein 1500 Watt Wechselrichter auf diese Batterie oder die von uns. Das funktioniert auch. Und Punkt und fertig. Wenn ihr einen kleineren wollt, sowieso. Aber wenn ihr eine Batterie habt, Maximum 1500 Watt Spitze rausziehen. Und das über ein paar Minuten, wie zum Beispiel Kaffeemaschine. Haarföhn ist schon grenzwertig. Also wenn ihr einen Haarföhn betreiben wollt und nicht einen Reisehaarföhn mit 1000 Watt, sondern einen professionellen, dann braucht ihr so einen Wechselrichter und zwei Batterien, wie ich euch hier in der Endcard verlinke. Das soll es gewesen sein. Hier, dass die Liontron-Batterie, was ein Kunde bei mir reklamiert hat, eben nicht 20 Sekunden lang diese 200 Ampere probiert oder funktioniert. Ich wünsche euch einen schönen Tag.